Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Search mit mir, dem Soli. Ich war gerade mal schon mal wieder hochgefahren, weil ich dachte, ich bin schon mal aufnehmen, was ich nicht bin. Ich wollte nur gucken, ob der dicke Typi noch da ist, und leider nicht. Also wenn der so bossmäßig was gedroppt hat, dann haben wir es leider verpasst. Das ist ärgerlich. Aber hilft dir nichts. Dann sagte ich noch, wie ärgerlich es für mich war, arbeiten Ab gehen zu einem müssen, neuen weil ich so Morgen für die gehypt war. Menschheit. Schaut auf Bin ich uns, natürlich nicht schaut mehr auf ganz so uns. gehypt. Zwischendurch Arbeit, abgeklungen, dies, das. So. Gucken jetzt erstmal, was das hier drüben ist. Schön, dich zu sehen. Ja, jetzt in Grenzen. Wir haben hier einmal großen Schrotthaufen. Das war schön. Aua. Und etwas, was uns nicht durchlässt. Was ist das? Der Aufzug befindet sich bereits auf dieser Etage. Hier könnte man wieder den Aufzug rufen. Hier geht's nach 2. Kampfmusik, na, okay. Au. So, die kennen wir ja mittlerweile schon. Ja, nichts Neues mehr für uns. So, bevor wir hier weitergehen, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Weil da hinten ging es ja noch runter, ne? Ich bin noch so müde. Mary hat mich heute geweckt zum Tschüss sagen quasi, weil sie los musste zur Arbeit. Ich muss ja heute nicht zum Glück. Ja. Ich hätte eigentlich noch schlafen können. Hab wieder nur 5 bis 6 Stunden geschlafen, aber will nicht meinen einen freien Tag komplett verschlafen. Das wäre irgendwie schade. Schade wäre das. Von daher einfach aufstehen. Nicht jammern. Okay, doch ein bisschen jammern. Ein bisschen darf ich. Und zocken. Okay, zocki. So. Vielleicht kriegen wir ja das Spiel heute soweit fertig. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Jetzt sei doch nicht immer so zu mir. Ich will heute nicht bei meinem Arbeitsplatz sein. Frei. So. Aufnahme läuft tatsächlich, ja. Da muss man jetzt nochmal gucken. Gerade war das fies. Hat ihr was anderes? Die Waffe sieht anders aus. Toll. Jetzt aber nicht herausfinden, weil mein Damage nicht von dieser Welt ist. Ist das eine neue Waffe? Nö. Das sah nochmal so anders aus. Großer Schrotthaufen. Komm, sag ich, großer Schrotthaufen, kommt so einer auf mich zugelaufen. Genauso, Junge. Ich will keine. Bäh. Also weg mit den Viechern. Ich weiß auch nicht, aber ich bin nicht so der Utopia-Freund. Utopia hat sich in eine ganz komische Richtung entwickelt. War vorher schon keine gute Idee. Aber sagen wir es mal so, es ist nicht besser geworden. Bäh. Mach das mal nicht. Um. Guck mal, dieses bisschen Schaden, was du gemacht hast, kein Problem. Und wir haben so viel Heal. So schön, so viel Heal zu haben. Ist hier noch am Anfang diese 3 Heal? Wo ich das bei meinem anderen Spielstand herausgefunden habe, war mindblowing. Merken wir uns mal, hier geht's noch lang.
Ne, wir kamen von unten, ne? Ja. So, dann hau ich doch erstmal den da weg. Wobei der die Waffe hat, die so anders aussieht. So, man findet ja nicht heraus, ob die Waffe anders ist, wenn man sie nicht abschlägt, nicht wahr? Deswegen tue ich das mal doppelt. Diese ist nämlich eine. Der Fraktalschnitter. Wird wohl eine einseitig montierte sein, behaupte ich mal. Ganz frech. Ja. Sehr hohe Waffenskalierung. 45% Energiegewinn ist nicht ganz so hoch für eine einseitig montierte. Hat aber auch ein bisschen Elementarschaden. Boah. Wow. Wow. Ah. Bim, 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 bim. Oh. Hier steht wieder Ops. Ist wieder nur ein Shortcut. Log 5. Sie nähren sich an mir. Verschlingen und verarbeiten sämtliche organische Substanz, die sie finden. Meine Substanz. Die Bausteine des Lebens. Ich kann sie nun überall spüren. Unter meiner Haut. In meinen Eingeweiden. Ich bin heute zurück ins Labor gegangen. Die Körper waren verschwunden, überwachsen von dicken, schwarzen Strukturen. Dieselben, die auch unter meiner Haut wuchern. Ich habe Proben genommen und sie mit meinen verglichen. Sie waren identisch. Ich versuche, gegen die Panik anzukämpfen. Habe begonnen, mit dem Code zu arbeiten. Vielleicht kann ich den Prozess aufhalten. Ihn verlangsamen. Oder sogar umkehren. Sieht nicht so aus, als hätte er es geschafft, wenn er das hier ist. So, also diese Utopia-Substanz nährt sich an den Nährstoffen des menschlichen Körpers und wird so quasi eine eigene Lebensform, was nicht ganz so gut ist, wenn man ehrlich ist. Nicht ganz so gut. Abbruchwarnung aufgehoben. Oh, da ist ein Audiolog drunter. Mit der. Eigentlich waren das ja alles mal Menschen, ne? Rein theoretisch. Wir wegklatschen. Waren mal. Bisschen hell hier. Eh so überhaupt nichts. Den konnten wir gut staggern, tatsächlich. Ausnahmsweise mal. So, hole ich mir mal noch eine Brust. Wir brauchen viel Heal an denen. Also ich stelle mich nicht so gut an, aber ich kann es mir irgendwie erlauben, weil wir viel Heal haben. Sache ist, es gab ja noch den anderen Weg. Das ist so ein bisschen das, was mich bedrückt. Terminal verwenden, um Aufzug zu verwenden. Ops. Ich weg mit dem. So, Ausdauer Boost V5. Service. So viele Wege. Propellern kannst du woanders, aber gerade nicht mit mir, Kumpel. Oh.
keine Lust auf Propeller. Hat irgendwie nirgendwo wirklich gepanzert. Den kriege ich keine Energie mehr zusammen. Müsste ich dann wirklich auf eine schwächere Waffe? Kommt vielleicht neue Rüstung? Warte mal. Geh mal wieder den Stab aus. Ich hoffe, der ist noch nicht stark genug. Und geh auf Brust, da machen wir eh nicht so viel Schaden. Ja, so passt. Ich denke nicht, dass sie eine neue Rüstung haben. MG Gorgon, okay. Das sind Wachleute hier. Lull. Ja, denen ist es auch nicht sonderlich besser ergangen. Was mich jetzt hier natürlich so ein bisschen flatscht. Dass es so viele Wege gibt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich herkomme. Von hier, ne? Mich von hier? Ja. Stimmt, und hier ging es ja auch noch lang. Oh boy, sind hier viele Wege. Hier geht's auch lang. Aber wisst ihr was, dann gehe ich, also wenn hier so viele Wege sind, dann gehe ich erstmal zurück und gehe dann doch durch den einen Schacht da. Ist hier nicht normal, wie viele Wege hier sind. Verdammtes Labyrinth. Gucken wir doch erstmal, was hier ist. SNS and Hammer. Stackt das? Wir hören auf jeden Fall die Musik der Serverstation. Ich würde sagen, wir stehen auf der Serverstation. Wäre jetzt meine Vermutung. Ja, sind wir auch. Können wir uns hier irgendwo drauf droppen lassen, wo noch was ist? Nicht so aus, ne? Hey. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass ich heute frei habe? Nein, ich werde heute nicht an meinem Arbeitsplatz sein. Aus Überzeugung. So. Da ja Leute immer so einen Schmarrn aus ihrem Leben erzählen, ich habe mir gestern ein neues Parfüm geholt von Bruno Banani. Ist relativ neu auf den Markt gekommen. Ist ziemlich günstig tatsächlich. Und riecht ziemlich gut. Muss ich mitnehmen. Dazu noch Mitarbeiterrabatt, kein Problem. So. Dann gehe ich jetzt erstmal hier gucken. Hallo. Und dir trenne ich jetzt ein Bein ab. Was sagst du dazu? Eigentlich machen die gar nicht so viel Schaden. Greifen wir halt schnell an, dadurch kommt halt ein bisschen Schaden zusammen. Also alles in allem geht's eigentlich. Halten sich schon zurück. Oh, hier ist der Autolock, den wir gesehen haben. Ein Nektar V5. Yeah. Okay, hätte ja sein können. Log 11. Es gibt kein Entrinnen. Wie kann ich vor dem davonlaufen? Was in mir ist, bleiben ist die einzige Chance auf Überleben. Wenn ich hier keine Lösung finden kann, welche Hoffnung hat dann der Rest der Welt? Und jemand muss Zeugnis ablegen von diesem Wunder. Schließlich ist es der Beginn einer neuen Ära. Die ersten Schritte im Leben eines neuen Geschöpfs. Wenn ich hier sterben soll, wird es nicht umsonst sein. Ja, an dem Punkt war es dann vorbei mit ihm. Okay. Hier muss man erst die Tür aufmachen. Also siehst du mal, jetzt können wir Wege eingrenzen schon mal. So ein bisschen zumindest. Wenn es da hinten lang und wir können hier einen Fahrstuhl rufen. Achtung!
Lastenaufzug unterwegs nach zweite Etage. Betankung. Ach, da haben wir immer unsere Servicestation bei uns. Lol. Lol, Leute, ist das der Wahnsinn oder was? Sind wir hier weitergegangen? Da ging es hier nicht weiter. Hier geht's auch weiter. Ja, hier geht's weiter. Dann gehe ich tatsächlich erstmal zur Servicestation. Dann sind die Gegner zwar wieder da, aber naja. Gibt die Idee. Wenn wir sterben, kommen wir dann eh wieder hier raus, von daher. Mein Gott, eine Portable-Servicestation, wenn das nicht toll ist. So, und wir erinnern uns vielleicht, dass wir hier noch was herstellen konnten. Und zwar das Aklipsus-Set. Aklepsus. Wenn wir jetzt auch ganz zu haben, ne? Das ist richtig sehe. Dann probieren wir es mal an. Und schauen mal. Aklepsus. 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 Und unterletzt. So, guter Letzt. Och nö. Wir haben die Brusten, die haben wir doch geholt. Weiß ich doch noch, da haben wir uns auch so drüber gefreut. Da haben wir die nur noch nicht geschmiedet. Moment. Ich nehme auf Brustmodul. Ah, hier. Ah, läuft's. Okay. Wir müssen ein paar Brustteile abtrennen. Mann, 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 Mann. So, sind wir wieder ganz sinnvoll, jawohl. Naja, dann haben wir noch ein Level ab. So. Komm jederzeit wieder. Ja, bestimmt. So, jetzt muss Hallo. Ich. Ja, hi. Muss ich erstmal. Gab das als Weg, gab das als Weg. Gehen wir erstmal hier lang. Okay. Figi, chill mal. Alter. Erhöht willkommen, Warren. Was ist denn los mit dir? Ja, aber das ist. Das ist die starke Rüstung, ne? Ich geh mal auf den Kopf. Schön, dich zu sehen. Nanoschutzkopfmodul ist schon wieder ein neues Set. Oh je. Ah, cool, das farm ich mir jetzt. Warren? Das ist mir egal, das farm ich mir jetzt. Oh. Bitte vergiss nicht. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. Ich sag nicht, der Dicke kommt nicht wieder. Hallo? Patrouillierst du hier rum? Ja, tust du. Au. Er macht ein bisschen Schaden. Ein bisschen. So, gib mal deinen Arm und deine Waffe, bitte. Armschutz, A-Modul und Experiment 44H Darkstar.
Mhm. Und dann nur Brust und Bein. Oh. Würdigen Sie bitte. Falsch abgebogen. Dies ist keine genehmigte Pause. Doch, ist es. Wenn ich das sage, ist das so. Bitte so. Vergiss nicht. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität. Und stimmt. Sollte auch deine sein. Ja. Hey, Kumpel. Na, kennen wir uns? Also in dem Moment, wo ich mich dazu entscheide anzugreifen, weil er nichts macht, greift er auch einfach an. Was ist das denn? Nee, nee. Live direkt wird nicht, du gibst mir jetzt erstmal deine Brust. So. Nanoschutz-Brustmodul. So eine Brust, die ich dir abschneiden kann. Ja. Guck mal, die sind quasi noch schlimmer als der, ja. Die sich einfach nicht staggern lassen. Das ist ein Roboter. Juckt die nicht. Oh, hat nun mal gerade leider ein paar Brustmodule. Wo ist denn der Typ hin? Da. Auch eine Brust für mich? Hey. Ja, hast du nicht? Okay. Ne, dann tschüss. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Wenn ich nicht an deinem Arbeitsplatz sein. Wichtig ist mir jetzt erstmal nicht Nanoschutz, sondern das hier. Das kann ich jetzt craften, wenn ich genug Energie hätte. Ah, ich habe doch bestimmt Schrott gesammelt. Guck, so. Kein Problem. Dann können wir uns wenigstens mal angucken, was das kann. Und danach setzen wir uns dann mit dem Nanoschutzzeug hier. Außer, ne, ihr wisst schon. So. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Und einmal das. Akle, 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 Akle. Die Heilung durch Medi-Voltec-Implantate erhöht sich bei gleichzeitiger Senkung des Energieverbrauchs. Zusätzlich stellen Angriffe bei voller Energie Gesundheit wieder her. Weiß? So, bei voller Energie. Heilung durch Medi-Voltec-Implantate. Voltec. Munition, die Energie nutzt, um den wieder zu... Okay. Eigentlich ein schlechter Set. Muss man gestehen. Aber leider niedrige Stabilität. Da habe ich nicht nochmal Lust drauf. Aber so an sich von den Set-Boni ist das Set echt nicht übel. Muss man zugeben. Ist nett. Vielleicht mittlerweile somit das Beste, was wir so gefunden haben. Wir brauchen jetzt auch nur noch Beine von dem Typi. Dann haben wir da auch alles vollständig. Und dann ist auch die Frage, wie gut ist das? Hallo. So, machen wir Nägel mit Köpfen, Beine ab. So. Haben wir die Nanoschutzrüstung auch kompletto? Müssen wir nur noch zu Netto. Alter, hier gibt es so viele Wege, das macht mich fertig. Wird jetzt hier erstmal alles. Einfach weil ich es kann. Wir können hier runter, wir können da runter. Moin. Haben wir gleich die Energie, um in die Brust abzuschlagen? Müssen wir nur kurz warten? Eigentlich hatten wir sie gerade schon, ne? Rein theoretisch. Zack. Oh.
nicht auf meine HP geachtet. Offenbar hat er mir Schaden gemacht. Upsi. Ja gut, das kann ja mal passieren. So. Allgemeines Gameplay, das ist nett. Nett, dass das Spiel jetzt noch denkt, dass ich das brauche. Warren. Aber hey, man lernt immer neue Sachen dazu, ne? Guck mal, jetzt hat er auf einmal Kopfklopse, hat er eben nicht. So, ich guck jetzt erstmal, was hier so abgeht. Ach, das ist der Weg zurück, ne? Das ist der Weg zurück. Noch ein heller Bursche manchmal. Station. Das ist einfach nur der Weg nach. Schön, dich zu sehen. Sorry, Junge. Da gibt's nur den zwei Wege. Ich kann sagen, da gibt's nur den einen Weg, aber es sind ja zwei. Ey, ich hab Bock auf ein Beinmodul, die. Au. Schon scheiße, wenn man keine Energie zusammenkriegt. Und kein Körperteil. Jetzt bin ich traurig. Doch, aber Schrott haben wir bekommen. So, rechts durch die Tür, die wir geöffnet haben, oder runter? Ich gehe mal einfach so runter. Gute Wahl. Hier ist nämlich nur ein Schrotthaufen. Dann gibt es schon nur noch einen Weg. Nicht schlecht. Wir sind dann rein theoretisch schon am Folgenende. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von The Search. Bis dahin. Tschüss.